Hallo, herzlich willkommen von Home Adventure. Ja, in diesem Video gehen wir zuerst mal auf den Afghanenmarkt in Koruk und ja, werden da auf afghanische Händler treffen, war ganz speziell. Und dann geht es ab zum Pamir Highway hoch und da nehme ich euch mit. Das ist jetzt mal der erste Teil, es kommen vermutlich nochmal zwei, weil doch eine lange Strecke ist. Also viel Spaß beim Schauen. Wir sind in Koruk und hier kleine Bäckerei. Völlig unbedeutend. Zwei Frauen, ein Herr, und die sind am Backen. Frisches Brot, ich habe gerade eins gekauft. Richtig traditionell. Das ist mal ein hübsches Wasserrad, Marke Selbstbau. Und so läuft dann hier die Bewässerung der Bäume mit einem Graben. Und wenn sie Wasser bekommen, dann läuft hier das Rad. Ist ulkig. Also Koruk Markt hier. Koruk, die letzte Gelegenheit, um einzukaufen. China ist nicht weit. Und nach Koruk geht es dann auf den Pamir hoch. Und da oben ist dann nicht mehr viel los. Und hier gibt es eine neue Fußgängerbrücke nach Afghanistan rüber. Und mal schauen, wie weit wir kommen. Jetzt sind wir auf der anderen Seite, aber ich glaube, das gehört immer noch zu Tadschikistan. Tadschikistan? Afghanistan? Tadschikistan. Okay, wir sind immer noch in Tadschikistan. Also das war ein Nebenfluss. Die Grenze ist weiter weg. Fehlalarm. Und so funktioniert das mit den Hunden. Jetzt sind wir wieder an der Backstube. Jetzt haben sie noch uns zum Chai eingeladen. Chai. Ah, Karak. Jetzt habe ich gerade Kirschen gekauft hier am Markt und die schmecken wie früher. Super süß, groß, lecker, saftig, ein Gedicht. Heute gehen wir mal fremd essen und zwar nicht tadschikisch, sondern indisch gibt es heute hier. Und wir stellen gleich nach dem ersten Bissen fest, es schmeckt hervorragend, diese Abwechslung. Cool. Und schmeckt's? Ja. Er hat doch drei schon gegessen. Nochmal beim Inder heute Abend. So, wir gehen fahren zum Afghanenmarkt in einem ganz kleinen, schmalen Taxi. Und das ist jetzt vollgestopft, ja. Und habe ich schon begrüßt. Keiner versteht sich, aber alle lächeln. Das ist wichtig. So, jetzt bin ich in der Platzreihe nach vorne gekommen. Ich bin neben dem Fahrer. Die Nummer 4 fährt zum Afghanenmarkt. Da kommen die Afghanen rüber nach Tadschikistan mit ihren Waren. So, vorne bei den Männern ist es voll. Jetzt weiß ich nicht, wenn ein Mann wieder zusteigen will, ob der sich auch mit auf die Rückbank sitzt. Weil vorhin waren Frauen mit auf der Rückbank gesessen. Wir sind auf dem Afghanenmarkt gelandet. Hier ist der Zuliefererzugang und die kommen da von Afghanistan. Alles abgesperrt wie ein Gefängnis. Naja, übertrieben. Aber es ist natürlich alles militärisch bewacht. Der René probiert jetzt auch mal so ein bisschen. Also der Mann hier hat einen riesen Zulauf. Hier gibt es nämlich ganz viel Bling Bling. So, hier gibt es Medizin aller Art, unter anderem auch Diclofenac. Schaut aber ganz anders aus als bei uns zu Hause. Der René will Gewürz kaufen. Jetzt muss man hier verhandeln mit dem afghanischen Herrn. Jetzt habe ich bei einem Afghanen Gewürz gekauft. Und hat ihm meine Wanderschuhe noch geschenkt. Ja, hier wird kräftig verhandelt. Man sieht natürlich auch Menschen mit Behinderung.
Da wird bis früh in den Morgen wird da noch aufgebaut. Die schleppen Massen. Reis ist der Auftrag. René möchte hier Reis kaufen. Warum nehme ich wieder Basmati-Reis? Alle lange da rein. Aber eigentlich stört das nicht. Mich jedenfalls nicht. Also, jetzt sind sie sich einig. 2 Kilo werden gekauft. Abgewogen. Reicht noch nicht ganz. So, und das Geschäft ist perfekt. Reis ist gekauft. Hier wird Musik gemacht. Ja, genau, kleine Tomaten habe ich gesagt. Ich will kleine Tomaten hier am Markt. Diese afghanische Frau und ihr Mann verkaufen hier Socken und Unterwäsche in Massen. Große Tücher werden hier verkauft. Und leider auch Fische am Schnürchen. Nichts für Vegetarier, aber. So, jetzt noch ein paar Gurken hier bei den Afghanen abkaufen. Die sehen nämlich lecker aus. Und günstig ist es obendrein. Ist mega billig hier. Der Markteinkauf war ein Erlebnis. Wir haben kräftig gepustet, den ganzen Rucksack voll. Lebensmittel und sonst und Ginkgo und weiß der Geier was, Eier. Und ja, zum ersten Mal afghanisch eingekauft. Ich fand super, wie nett die Leute miteinander umgegangen sind. Völlig normal, alle ganz lieb, höflich. Die Afghanen sind auch nur Menschen und die waren immer freundlich und haben sich bedankt. Und wir auch natürlich, immer schön gelächelt. Ja, es war eigentlich ein schönes Erlebnis. Ja, ganz viel Polizeipräsenz, aber es war alles entspannt und billig, super billig. War wie fast in einem Gefängnistrakt, weil alles voll bewacht ist, weil das halt jetzt eine Grenzzone ist. Und die dürfen sich nur da drin bewegen, müssen dann wieder über die Brücke zurück nach Afghanistan, damit sie ja nicht nach Tadschikistan reingelangen. Ja, so ist das. Das Abenteuer Pamir kann beginnen. Wir sind jetzt losgefahren und fahren jetzt langsam hoch. So langsam sieht es bergig aus. Wir sind jetzt aus dem Dorf raus. Wir machen kurz eine Pause und gehen hier in dieses kleine, ich sag mal, Bergrestaurant. Ganz einfach, hallo. Da wird gekocht. Manti und andere Spezialitäten. Ja, alles da. Und hier wird gegessen. Wir haben schon bestellt. Und schmeckt? Zu fleischlastig, aber schmeckt gut. Sehr gut. Wir sind weitergefahren und jetzt dann gleich schon beim Übernachtungsplatz. Eine Kuh überquert den Fluss. Wahnsinn. Wow, die können schwimmen hier.
Du hast es geschafft, kannst rauskommen. Alles gut. Keiner tut dir was. Neuer Morgen, wir fahren weiter am Fluss entlang, der heißt Bund übrigens. Und gestern hatten wir einen super schönen Stellplatz da direkt am Fluss. Ihr habt die Bilder gesehen. Hier seht ihr die Elektroautos, die kommen alle von China, schätze ich. Und die begegnen uns dauernd seit mehreren Tagen, Wochen, werden die irgendwo hingefahren. Also krass, wer diese Brücke schafft hier über den Gund, der hat echt Mut. Ich traue mir nicht. Schon der Aufstieg allein zu der Brücke ist abenteuerlich. Tja, und so sieht das dann von oben aus. Ja, und da hier nebendran gleich die Fahrzeugbrücke. Sicher ein bisschen stabiler, aber ob sie unseren 8 Tonnen aushält, Fragezeichen. Das ist mal ein nettes Verkehrshinweisschild. Wir stehen hier an einem schönen, gemütlichen Platz. Das Wetter ist nicht gerade super. Es regnet reicht und jetzt kommen noch Dänen uns besuchen. Heute regnet es, aber das Tal ist trotzdem sehr schön hier. Natürlich hat sie auf 3400 Meter echt strenge Winter, aber jetzt im Sommer ist das wirklich paradiesisch. So kann man auch eine Brücke bauen. So sieht das aus, wenn wir uns irgendwo niederlassen. Wenn die Sonne scheint, dann brennt es richtig da auf 3500 Meter. Es ist 7 Grad draußen. Und so wird dann gefrühstückt. Darf nicht sein, es gibt. Wir sind weiter unterwegs, es geht zu einem Hot Spring, wo wir vermutlich, wenn möglich, baden gehen. Also wir sind nicht weit gefahren, nur 5-6 Kilometer, stehen hier zu viert und jetzt geht's in die Therme rein. Tada! Heiß! Das ist die Therme. Ui! Also es ist abartig heiß, lang hält man das nicht aus. Und die Decke ist noch geschlossen zusätzlich. Also ich habe lieber Open-Air-Therme.
40 Grad hat das Ding sicher und ja, 10 Minuten und dann bist du tot. Also ich habe kombiniert, da halten immer wieder Tracker an. Und wieso wohl? Nicht nur wegen der Quelle, sondern wieder ein kleines Bergrestaurant. Und hier wird gegessen. Da ist die Theke. Und da hinten ist die Küche um die Ecke. Das ist die Frau, die uns das Essen macht. Thank you. Kleine Hundefamilie an unserem Stellplatz. Und da ist gerade die Milchbar geöffnet. Das ist die Family. Ach, sind die putzig. Eine davon habe ich vorhin gebürstelt. Die lassen sich das total über sich ergehen, dass sie sich auch bürsten lassen. Gott, da können wir gleich einen mitnehmen. Aber die waren so groß. Hm? Hübsche Mama. So, jetzt schauen wir mal, wie der Wari anspringt. Am Benni, also seiner ist ja zweiten, dritten Mal gekommen. Jetzt kommt meiner. Ging nicht einfach. Ich habe ein Mittel drin, aber ich glaube, ich habe Sommerdiesel. Und ein Mittel gegen Verflockung habe ich drin. Und sonst noch ein Additiv für Einspritzdüsen reinigen, aber ich glaube, da braucht es ein besseres. Jetzt geht es in das schöne Weiß hoch hinaus, aber 4200 oder 300 Meter. Wir überfahren jetzt hier die 4000 Meter Höhe mit dieser Aussicht und hier fährt der Benny Goes Overland. So sieht's aus, wenn man über 4000 Meter hier fährt auf dem Pamir Highway. Da
vorne fährt Christian und Elke mit ihrem MAN, die hatten eine halbe Stunde, glaube ich, Vorsprung. Und Angie, gibt es da draußen ein paar Schneehasel? Siehst du die schon? MAN gegen Vario. Noch 2 Kilometer, dann erreichen wir den ersten Pass. Und da rennen sie, hier gibt es nämlich Murmeltiere. Ganz dicke. Und im Hintergrund der Kohe Belantarin aus Afghanistan, der ist ungefähr 55 Kilometer weg von uns. Wir sind im Murmeltierland und da sitzen sie und fressen. Jetzt rennt's. Süß. Meter, wir sind auf der Passhöhe angekommen. Und es hat ganz viele Murmelis. Ich habe jetzt meine Hunde mal angebunden, sonst verscheuchen die sie immer. So, Christian, wie hast du es so mit der Höhe? Bis jetzt alles gut, besser als erwartet. Kein Kopfweh. Alles gut. Aber gar nichts. Gar nichts, aber wir haben uns ja auch 2 Tage lang akklimatisiert. Ist gut jetzt, hat sich bewährt. Gut. Ich habe ja leichtes Kopfschmerzen. Aber jetzt ist es, glaube ich, auch weg. So. Ja. Und der Vario läuft? Vario läuft. Heute Morgen hat er ein bisschen gequalmt beim Anmachen. Und man merkt schon, ein bisschen kurzatmig. Das ist man ja schon. Ja. Also wenn man sich jetzt bewegt, schneller läuft, dann, das merkt man. Also nichts tun ist angesagt. Nichts tun, ja genau. Okay. So sieht das aus, wenn ein Murmeltier draußen war und das die Hunde entdecken. Jetzt müssen sie alle 3 nachschauen, wo der Kerl ist. Die Piste ist gerade anspruchsvoll. Man kann nur langsam fahren, 10 km/h, 15 Maximum. Wieder eine riesen Ziegenherde, das sind mehrere hundert. Ein ganzes Tal nur mit Schafen und Ziegen. Über den Pamir-Highway exportiert China auch fleißig seine E-Autos. Immer das gleiche Modell. Ein LKW nach dem anderen hier gerade. So, jetzt kommt ein Paket von DHL. Hab sie herbestellt.
zieht sich hin. Wir blicken in eine Weite hinein. Wir fahren da eine Nebenstrecke. Besser oder schneller ist? Vermutlich nicht. Jetzt geht's wieder steil hoch auf die Hauptstraße. Hier oben sind jetzt Schneefall und Sonne gleich daneben, ganz nah beieinander. Jetzt geht's zum nächsten Pass hoch. Auf dem Pass warten auf die Nachzügler. Die Straßen hier sind geil, wie auf dem Meer. Wellen. Wellenritt. Plötzlich tut sich dieser Blick auf da unten links der See. Rechts kommt der nächste See, das ist dann auch unser Ziel. Ist sogar angeschrieben, wir fahren jetzt zum Yasilkul. Ich fahre jetzt zum Bulukul, René. Ach so, Bulukul. Entschuldigung, der Yasilkul kommt das danach. Der ist noch weit. Ja. Katastrophe, was brennt immer wieder. Zum Fahren. Jetzt aber richtige Schräglage hatte gehabt. Ich fahre da oben auf der Kante. Ist weniger schräg. Ich muss gerade das Kabel umfahren, weil ich sonst nicht unten durchpasse. Ah, jetzt. Falsche Spur gewählt. So. Also, das ist der See, wo wir hinfahren. Also, der See heißt jetzt definitiv Bulukul. Bulukul. Bulunkul. Ja, ich finde das gar nicht cool. Überhaupt nicht cool ist das. Aber endlich kommt dieser See. Mann, scheiß Piste. Ja.
Wegen Startschwierigkeiten habe ich jetzt mal die Dieselheizung laufen gelassen. Und zwar manueller Höhenkit. Ich habe es jetzt so eingestellt, dass sie eigentlich gut läuft. Und zwar habe ich hier eine Schlauchklemme hingemacht und so eingestellt, dass sie nicht mehr so flackert. Jetzt läuft sie eigentlich gut. Das ist der manuelle Höhenkit. Kann man machen. Dann zusätzlich, also ich brauche ja diese Heizung nicht, um hinten zu heizen, für das habe ich die Klima, sondern um den Motor vorzuwärmen. Für das habe ich mir eine Pumpe eingebaut. Und zwar diese Pumpe, die habe ich jetzt angestellt, jetzt ist da auch heiß. Jetzt heizt es hinten in die Kabine heizen und zusätzlich wird der Motor noch vorgewärmt. Und zwar hier von der Heizleitung geht es dann rein in den Motor, der wird vorgewärmt und sollte er dann, sofern die Heizung, auch wenn es kalt ist, anspringt, vorgewärmter Motor sollte dann besser anspringen. So, jetzt fliegen wir mal rüber mit der Drohne zum, wie heißt der, Yashi oder Bulukul. Bulukul. So, das war es wieder von mir. Das war der erste Teil. Es kommt noch ein Teil, vermutlich sogar einen dritten Teil, weil es ist einfach viel gelaufen auf diesem Pami Highway. Okay, dann danke für Daumen hoch und fürs Weiterempfehlen. Und wer will, darf mir auch einen Kaffee über PayPal zum Beispiel spendieren, wie ihr wollt. Danke vielmal und bis bald.